lieben Freunde, hier ist wieder der Peter unterwegs mit seinem E-Rolli Startpunkt Endersbach City. Freitag Vormittag bei herrlichem Sonnenschein. Heute wird es richtig heiß, 31, 32 Grad. Ich war schon ein paar Erledigungen machen. Bankänderungsschneiderei. Sonnenschutz habe ich aufgetragen. Akku ist, denke ich mal, voll. An der GoPro habe ich an der Halterung etwas herumgeschraubt und hoffe, dass die Erschütterungen nicht mehr so sehr zu hören sind. Das wäre schön. Das funktioniert oder nicht, das werde ich dann zu Hause sehen, wenn ich das Bildmaterial übertragen tue. So, vorbei am Kaffee der Bäckerei Schöllkopf. Hier im Industriegebiet auch einen Deichmann und Taco Fashion, das heißt auch für den etwas kleineren Geldbeutel gibt es da was. Bei dem VW-Bus wusste ich auch nicht, ob der hält oder nicht hält. Ist es besser, vorsichtig zu sein mit so einem kleinen Rollstuhl. Sieht man immer den kürzeren. So. BM und der Edeka Reichert. Der Besitzer ist ein Schulkamerad von mir, von der Realschule. Besitzer von diesem Imbiss kenne ich mittlerweile auch ganz gut. Da freut man sich immer, wenn man sich sieht. Die waren jetzt im Urlaub. In diesem Alter noch zu arbeiten ist schon heftig. Und ich denke, dass seine Frau in diesem Imbisswagen auch ganz schön schwitzt mit den ganzen Grills. Sind wir wieder gelandet an der Brückhochspitze, da heute Freitag Vormittag ist natürlich nichts los, da kann man hier in Ruhe mal den ganzen Platz genießen. Die Rems. Ausnahmsweise mal keine Leute hier.
die ihren Hund zum Baden schicken oder sonstiges. Ich werde mal das Handy zücken und ein Bild machen. Eigentlich ein schönes Motiv hier. Da wird der Peter noch versuchen, ein Selfie zu machen hier. Nachdem auch diese Selfie-Aktion beendet ist, werde ich mal die Fahrt aufnehmen. Ein toller Belag hier, wurde ja alles neu gemacht. Auch neue Beläge sind nicht unbedingt immer schön eben. In diesem Fall geht's. So. Vorbei an der Bäckerei. Über die Remsbrücke drüber. Stellt sich natürlich die Frage, ob man Richtung Großheppach fährt oder Richtung Waiblingen. Ich warte. Schönen Tag noch. So. Der Luigi und der Peter haben beide beschlossen, dass sie doch Richtung Waiblingen fahren. Ich war schon länger nicht mehr draußen. Hallo, morgen. Ich hatte zu Hause einen Umbau. Erstens vom Kleiderschrank und zweitens hatte ich noch eine Nische neben dem Eingang, wo ich ein Regal hatte, das circa einen Meter von mir entfernt war und wo ich mit dem Rollstuhl nicht reingekommen bin. Das war mega ungeschickt. Das ist alles umgebaut und ist gut zugänglich. Morgen. Morgen. So, auf der linken Seite ist wieder der Fluss, die Rems. Jetzt kommen wieder ein paar Stellen, die nicht so gut geteert sind. Das sind immer Bereiche, wo die Bäume direkt am Weg sind. Da drücken die Wurzeln der Bäume den Belag hoch. Ein Verkehr wie auf der Tour de France heute. Die ja, glaube ich, auch bald wieder stattfindet. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Die Sorgen, die lassen wir besser zu Hause. Die brauchen wir nicht wirklich. Wir fahren so wieder grob Richtung Beinstein. Auf der rechten Seite auch noch ein paar Weinberge. Da kommt eine schnelle Skaterin, die ist richtig flott unterwegs. Morgen. So, dann schauen wir mal, ob die Hunde sich ruhig verhalten.
meine lieben Freunde, jetzt seht ihr den Luigi mal wieder in ganzer Pracht. Heute bin ich wieder unterwegs nach Waiblingen. Ehrenrunde für euch, meine lieben Zuschauer. Den Fahrtwind. Da kommt die Frau mit den Hunden schon wieder nach vorne. Ich habe mal wieder diesen Selfie-Stick heute dabei. Mal sehen, ob das was wird. Hallo. So, dann werden wir diese Frau wahrscheinlich sehen, wenn ich in diese Richtung fahre mit ihren zwei Hunden. Ich bin immer noch auf dem Weg Richtung Weinstein, wobei an einem Kinderspielplatz. Die GoPro habe ich vom Rollstuhl weggemacht. Ich habe zwei Halterungen mittlerweile. Und dann geht's weiter Richtung Weinstein. Ich denke, dass es in 1 bis 2 Stunden richtig warm ist. Deswegen sollte ich nicht ewig rumtrödeln, sondern schauen, dass ich mal voll ein Stück weiterkomme. Der Fahrtwind ist angenehm. Ich schätze die Temperatur vielleicht auf 29 Grad, 30 Grad vielleicht. Das ist, denke ich mal, ganz angenehm. Vorbeifahren wir jetzt an den Sportplätzen und an der Turnhalle von Weinstein. Wir fahren jetzt wieder Richtung alte Steinbrücke, Weinstein. Doch einige Fahrradfahrer unterwegs. Meistens sind die schon ein bisschen älter. Freitag vormittags haben die normalen Leute nicht frei, die müssen da arbeiten. Außer sie sind im Schichtbetrieb oder so. So, dann werde ich mal über die Brücke fahren. Da haben wir einen Pflasterstein. Da weiß man auch nicht, wie sich das Ganze verhält. Da ich jetzt hier den Selfie-Stick gerade am Start habe, können wir den auch mal dazu benutzen, über die Steinmauer drüber zu schauen, in Richtung Rems hier. Hallo. Und wieder zurück zu dem Luigi oder zu dem Peter. Dann fahren wir mal weiter. Alles gut, Dankeschön. Dann ist ein Kamerawechsel wieder.
Das ist übrigens dieser Selfie-Stick hier, den ich mir gekauft habe. Den kann man so ausziehen. Und dann hat er hier die Möglichkeit, das zu einem Stativ zu machen. Sehr kompakt. Oben habe ich dann für die GoPro Hero Session 5 habe ich noch eine Halterung dran. Das Ganze ist wirklich eine tolle Geschichte. So. Genug geredet, lange Rede, wie immer kurzer Sinn. Schön kühl in dieser Unterführung. Letztes Jahr angelegt, das hat er echt schön gemacht. Manche Leute haben da schon ein Händchen. Ganz fertig ist das wohl noch nicht, so wie es aussieht. So, vorbei an diesen alten Obstbäumen. Fast alles nur mit Äpfeln, so wie es aussieht. Was hier schön ist, dass man immer wieder ein wenig Schatten hat. Hallo. Die waren jetzt nicht ganz so freundlich. Das hat man schon am Gesichtsausdruck gesehen. Wenn dieses wilde Gestrüpp hier wieder zu hoch ist, dann kommt wieder ein Schäfer mit seinen Ziegen. Dann haben die Wiesen eingezäunt und die Ziegen, die machen das dann glatt. Hallo. Fotomotiv, da werde ich die Gelegenheit nutzen, das zu fotografieren.
Handy weggepackt und weitergefahren. Die Handyfotos mache ich mit einem Samsung Galaxy S9. Diese Kamera finde ich richtig gut. Da hat man eigentlich keinen Bock mehr, einen extra Fotoapparat mitzuschleppen. Während der Fahrt ist natürlich eine GoPro das Beste am Rollstuhl, weil diese Erschütterungen zum größten Teil elektronisch wegmachen. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Session 5 ist ja nur ein kleiner Würfel, der auch nicht auffällt. Hallo. Sind wir gleich am Beinsteiner Wehr. Da wird das Wasser für die Mühle abgezweigt, direkt vor dem Wehr. Und über diesen Mühlkanal geht auch die Brücke drüber, die wir gleich überqueren im Idealfall. So. Auch wieder ein schönes Motiv entdeckt hier. Die nächste Woche soll es ja noch viel heißer werden. Werde ich wohl, wenn überhaupt, nur vormittags unterwegs sein, weil bei 33, 34 Grad fühlt man sich dann irgendwann auch nicht mehr so wohl. So, da war gleich ein Schild, 2,6 Kilometer. Leuten immer schön die Vorfahrt gewähren. Der Schwabe sagt gewähren, dann heißt das gewähren. Morgen. Morgen. Heute habe ich leider viele Rentner unterwegs, die etwas frustriert in die Gegend schauen und auch nicht grüßen. An denen orientiere ich mich besser nicht. So, wieder vorbei an dem Mühlkanal. Und dann werde ich rechts wieder schön im Schatten der Bäume am Mühlkanal entlang fahren. Hier riecht es nach frisch gemähtem Gras. War nicht ganz frisch gemäht, aber der Duft, der liegt noch in der Luft. Und den Raben gefällt es auch, die finden da auch das eine oder andere Insekt oder den einen oder anderen Wurm vielleicht, wenn sie Glück haben. So, vorbei am Mündungsbereich des Mühlkanals in die Rems. Immer schön unter den schattenspendenden Bäumen an der Rems entlang. Diesen Weg haben sie auch circa vor 2-3 Jahren neu gemacht.
Das war auch immer eine Herausforderung mit dem Rollstuhl. Da waren gewaltige Löcher drin und Unebenheiten. Das hat sich jetzt auch positiv entwickelt. Habe ich schon wieder ein Motiv gesehen, wo ich ein Foto machen kann. Ich mache seit neuestem diese Vertonung zu diesen Filmen immer live und nicht hinterher. Das heißt, da ist nichts mit Korrigieren oder sonstigem. Das kommt halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Diese Bäume rechts, die sind auch richtig groß. Habe ich schon wieder Bock, ein schönes Foto zu machen. Ich kann da einfach nicht Nein sagen, wenn ich sowas sehe, wenn man schon mal sowas Schönes vor sich hat. So, dann geht die Post wieder ab. Heute habe ich auch keinen Paketzusteller, den ich erwarte. Dass das Ganze natürlich auch etwas angenehmer gestaltet. Okay. Wenn ich per E-Mail weiß, dass ein Paket kommt, bin ich in der Regel zu Hause, weil das immer relativ umständlich für einen Rollstuhlfahrer ist, ein Paket irgendwo abzuholen. Im blödesten Fall schicken sie das nicht nach Endersbach, sondern nach Goldensbach, in den Nachbarort. Auch schon oft genug passiert. Warum, weiß ich nicht. So, jetzt rollen wir über diesen Schüttelgraben. Habe ich schon öfters gesagt, einer meiner Lieblingsangelstellen, wo ich früher noch angeln war, wo ich das noch konnte, gehört auch zum Weidlinger Angelverein. Von hier aus sieht man auch rein in den Mündungsbereich von dem Schüttelgraben in die Rems. Wie ich auch schon erwähnt habe, ein gutes Gebiet für Aale, Hechte, Welse und auch sonstige Fische. Natürlich sind da auch viele kleine Lauben und Rotaugen, die die Raubfische auch anziehen. Karpfen findet man überall an der Rems. Die fühlen sich fast überall heimisch, außer in den schnellen Fließgewässern. Da sieht man sie eher weniger. So, jetzt fahren wir über diese oder unter der B14 durch, die Richtung Backnang führt, Richtung Winnenden. Solche Brücken haben wir früher als Angler genutzt. Wenn es geregnet hat, konnte man gemütlich regengeschützt angeln gehen, einfach unter eine große Brücke gesetzt und schon war das eine trockene Angelegenheit. So, auf der rechten Seite befindet sich immer noch die Rems, auf der linken Seite der abgetrennte Altarm der Rems, die alte Rems, das Schildkrötenbiotop mittlerweile. Da fühlen die sich pudelwohl, obwohl das keine Hunde sind. Da haben sie auch wieder einen schönen Platz gemacht.
allerdings nicht für Rollstuhlfahrer. Die Städteplaner vergessen leider immer wieder, dass es auch Rollstuhlfahrer gibt, die auch gerne mal so ein Plätzchen aufsuchen würden, wenn da kein Weg runterführt, sondern nur Stufen. Ist das in den meisten Fällen mit normalen Rollstuhl sowieso nicht möglich. Und solche Raupenfahrzeuge oder was es da alles gibt, wo man sowas überwinden kann, die kann sich sowieso niemand leisten. Ich zumindest nicht. So, jetzt fahren wir wieder über diese schmale Brücke, über die Rems. Geht ein herrlicher Wind gerade. Auf der rechten Seite ein großer Parkplatz, der kombiniert für die Rundsporthalle gedacht ist und auch für das Freibad, das sich in ca. 500 Meter Entfernung befindet. Da muss man dann über die Rems, über die Brücke. Ich habe gestern die GoPro nochmal frisch geladen. Eigentlich wollte ich schon den Akku neu machen lassen. Den kann man nicht selber wechseln, der ist fest verbaut. Aber irgendwie hat er sich wieder erholt. Wie lange das steht, natürlich in den Stammen. Das ist auch ein etwas hügeliger Weg hier. Heißt das Tempo rausnehmen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Der Junge hat wieder ganz interessiert auf den Rollstuhl geschaut. Für Kinder ist das einfach ein kleines Auto. Ältere Leute schauen gerne weg, die haben ein wenig ein gestörtes Verhältnis zu so einem praktischen Gerät. Wenn es so einen E-Rolli nicht gäbe oder ich ihn nicht hätte, das käme auf das Gleiche raus. Würde ich jetzt zu Hause sitzen oder vielleicht mit einem normalen Rollstuhl vor die Haustüre rollen. Alles andere wäre fast nicht möglich, weil ich am Hang wohne. Das ist mit dem normalen Rollstuhl nur sehr, sehr beschwerlich machbar, irgendwo hinzukommen. Auch die Federung in diesem Fahrzeug erlaubt es meinen Beinen, so eine Strecke zu machen, ohne Spastik zu kriegen. Rechts haben sie wieder Blühstreifen für die Insekten. Hauptsächlich für Bienen eingerichtet. Danke. Morgen. Finde ich immer ganz toll, wenn sie am Fuß. Leute. Nachdem ein Radfahrer auf diesem Weg, man sieht da vorne das Schild, das ist ein Fußgängerweg, wo Radfahrer überhaupt gar nicht fahren dürfen.
auf diesem Weg ist ein Radfahrer gefahren und der wollte mich auch noch wegklingeln. Mit einer erhöhten Geschwindigkeit auch noch als Rennradfahrer. Da kann man nur den Kopf schütteln. Schöne Strecke hier, da hat man große Abschnitte mit Schatten, was bei so einem Wetter auch wichtig ist. Wie die meisten Leute wegschauen, weil man nichts damit anfangen kann, wenn Rollstuhlfahrer sind. Die meisten Leute kennen überhaupt keine Rollstuhlfahrer. Da kann man auch schlecht was damit anfangen. So, da drüben ist ein Boot der Wasserwacht. Die haben wohl eine Übung, so wie das aussieht, mit ihrem Elektroboot. Plattform hier fahren. Können wir mal durch den Zaun ein bisschen darüber schauen. Ja, die üben, so wie es aussieht, wie man in das Boot am besten reingeht. Auch wie man fährt wahrscheinlich. Haben auch Schwimmwesten an. So, da waren sie angeschoben. Das ist ein Aluboot. Die lachen sich kaputt, weil der den Rotor des Elektromotors noch nicht im Wasser hatte. Das Ding, das geht ganz gut ab. Da fahren sie. Das Ganze gehört der Stadt Waiblingen, so wie es aussieht. Alles Elektro. Die liegen voll im Trend. Größere Wälse gab es wohl, gefangen habe ich die aber leider nicht. Mein größter Wels, den ich bisher gefangen habe, wird wahrscheinlich auch mein letzter gewesen sein. Der war in Streitbach in einer Forellenzucht oder an einem Angelsee bei Mutlangen. Er hatte einen Meter und 5,3 Meter, sehr kontaktfreudig ist. Ich habe ja, wie schon gesagt, 20 Jahre als Küchenverkäufer gearbeitet.
darf man nicht auf den Mund gefallen sein. Reden kann, der hat sowieso schon verloren. In diesem Beruf wird viel auf Umsatzbeteiligung verkauft. Das heißt Grundgehalt und der letztendliche Gehalt richtet sich hauptsächlich nach Verkaufszahlen. Wer da nicht mit Leuten kann, kann auch nichts verkaufen. Genauso braucht man immer gute Laune. Ohne eine gute Laune und dadurch eine positive Ausstrahlung kann man sowieso nichts verkaufen. Hier. Ein Kontrolllicht von der GoPro habe ich jetzt nicht mehr, weil die Halterung das Kontrolllicht komplett verdeckt. Das heißt, wenn der Akku aus ist, bekomme ich das nicht mit. Da gibt ihr auch keinen Ton von sich. Eine schöne alte Eiche, sieht auch schön aus. Rede halt einfach weiter. In der Hoffnung, dass man mich noch hört. Jetzt bin ich mittlerweile in Waiblingen City. Vorbei am Landratsamt. Das ist auf der linken Seite. Landratsamt Prenz-Muckweis. Da ist auch eine Zulassungsstelle. Zeit auf einen Rollstuhlfahrer zu warten. Wie viel hat das schon wieder an die Kauf? Eine schöne Motorrad. Motorrad bin ich auch mein Leben lang gefahren. Seit ich den Auto- und Motorradführerschein gemacht habe mit 19, bin ich immer Motorrad gefahren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr konnte. Hier haben wir wieder eine Spiegelung, wo man vielleicht den Luigi in voller Pracht sieht. Ich wink mal. Ja. Um die Ecke wieder aufpassen. Kreissparkasse Waiblingen, wo ich auch Mitglied bin. Zumindest Kunde. Allerdings zu 99% nur noch Online-Banking. Ab und zu braucht man auch mal ein bisschen Bargeld, aber nicht mehr viel. Das holt man direkt in der Filiale. Da war ich heute auch schon. Das heißt, ich habe Bargeld dabei. Da sollte man den Luigi heute nicht überfallen. War ich mal ein Stück durch
die Innenstadt. Links in dem Lokal. Bitte bleib mal ganz kurz stehen. Warte, ich muss nur schnell fragen. War ich schon oft essen, als ich noch in der Küchenarena gearbeitet habe. Goldschmied, 40 Jahre Jubiläum. Uhren habe ich schon lange keine mehr an. Thank you.
sehr schönes Gebäude. Thank you.
kann sogar hupen, guck mal. Das habe ich jetzt extra für dich gemacht. Cool, ha? Ja? Dankeschön. Ich komme aus Endersbach. Ich fahre bis hierher, dass ich für dich hupen kann. Guck schon. Die Kinder sind da völlig uneingenommen. Das ist das Schöne, weil ältere Leute, ich hocke ja nicht schon immer da drin, aber ältere Leute, die gucken immer weg, weil sie nichts damit anfangen können. Und Kinder gucken immer, oh, tolles Auto. Und die sind da irgendwie... Naja, habe ich extra aufgetunt. Seit ihr den Pepper drauf habt, geht er auch richtig ab. Naja. Sehr gut. Humor nicht zu verlieren, das ist auch Kunst, wisst ihr. Das ist schön. Brauchen wir. Aber ich komme immer gerne nach Weidlingen, weil das ist schon einfach immer so... Da war ich früher schon gern, wo ich in der Rems geangelt habe. Und dann habe ich 10 Jahre in der Küche-Arena Alberküche verkauft. Bis 2015 konnte ich das noch. Zwar schlecht gelaufen, aber konnte ich noch. Und, aber seit 4 Jahren kann ich es gar nicht mehr und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich die Möglichkeit wenigstens habe und auch hierher kommen. Mobil ist. Ja, und wie gesagt, gerade ich habe auch 3 Enkel, deswegen mit den Kids, das, da habe ich sowieso immer da. Wie heißt er denn? Joshua. Du bist der Joshua, ich heiße Peter. Hallo. Für dich rufe ich nochmal. Echt, weiß der auch so. Ja. Das sind rechte Leute. So, dann muss der Peter weiter, dann wünsche ich euch was. Danke, gleichfalls. Tschüss. Falls wir noch Akku haben, war wieder eine nette Unterhaltung hier. Und jetzt geht's rechts Richtung Schwaneninsel Biergarten. Bin ich früher auch in der Mittagspause ab und zu gewesen, da ich ja in Weidlingen gearbeitet habe, lag das auf der Hand. Thank you.
selten, dass hier niemand sitzt. Das kann man natürlich auch für ein Foto ausnutzen hier. Klare Sache. Und für ein Luigi-Selfie. Über die Brücke auf the bridge. Luigi is driving over the bridge. Das war fast schon Englisch.
Schwäbisch hätte es geheißen, der Luigi, der fährt über eine Brücke. Und zwar saumäßig schnell. Das war jetzt richtig kreuzschwäbisch. Der Luigi kann auch Schwäbisch reden. Da das nicht alle verstehen, sage ich das wieder auf Hochdeutsch. Rechts ist das Bürgerzentrum. Ich wollte jetzt sagen, das ist das Haus, wo alle Bürger nachgehen. Nachgehen. Das verstehen die Hochdeutschen überhaupt nicht. So langsam brennt die Sonne runter. Sollte man langsam mal daran denken, nach Hause zu gehen. Driving to hometown. It's a very nice day today. The weather is very nice. Vorbei am Hallenbad von Leiblingen. Immer gern geschwommen bin. Die neue Minigolfanlage mit ihren grünen Kunstrasen. Gemacht, alles ganz neu.